Ich saß zwar in meinem Stuhl, aber ich war nicht wirklich da. Was der Lehrer sagte, ging bei einem Ohr rein, beim anderen wieder raus. Das ist ja nicht wirklich der Sinn von Schule. Ich bewegte meine Beine unter dem Tisch, damit ich nicht einschlief, und der Tag streckte sich unendlich weit vor mir in die Länge. Sicher hattest du auch schon solche Tage mit zu wenig oder mit schlechtem Schlaf. Du fühlst dich nur wie eine halbe Version von dir selbst. Und diese Tage könntest du auch gleich überspringen. Aber das ist kein Leben, das du leben willst, um voranzukommen. Um deinen Zielen, in deinem Lebenssinn näher zu kommen. Als spiritueller Mann willst du mehr vom Leben. Und um das zu erreichen, brauchst du guten Schlaf. Zum ersten Mal mit diesem Thema bin ich durch das Buch Why We Sleep von Matt Walker in Verbindung gekommen. Es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, mindestens 8 Stunden pro Tag zu schlafen. In diesem Buch vergleicht er etwa die Gefahr, einen Autounfall zu bauen bei nur 6 Stunden Schlaf, damit, dass es etwa gleichwertig ist, wie wenn man besoffen Auto fährt. Das sollte dir die Augen öffnen. Die 2 wichtigsten Dinge, die ich gemacht habe, um meinen Schlaf zu verbessern, ist erstens immer mindestens 8,5 Stunden in meinem Bett zu liegen. Und zweitens vor dem Schlafen kein Blaulicht in deine Augen zu kriegen und auch nach dem Aufstehen nicht. Dafür kannst du blaulichtfilternde Apps wie Rescue Time für das Handy installieren. Oder ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber dasselbe gibt es auch für deinen Computer. Achte auch am Abend und am Morgen darauf, dass du die Lichter in deinem Haus so wenig wie möglich nutzt. Das begründet alles darin, dass, wenn Licht von oben kommt, dein Körper das Gefühl hat, es sei Tag. Und am Morgen kannst du wie ich jetzt ans Morgenlicht gehen und deinen Körper so natürlich aufwecken. Die 2. wichtige Sache ist, das habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, eben mit dem Sonnenlicht, dass du während des Tages genug ans Sonnenlicht gehst. Und ein Bonustipp, den ich dir noch geben kann, ist, dass du, wenn du 30 Minuten lang im Bett liegst und nicht einschlafen kannst, wieder aus dem Bett gehst und eine lockere Aktivität wie ein bisschen spazieren oder lesen machst, bis du wieder müde bist und einschlafen kannst. Das hilft dir, dass du deinen Körper nicht darauf trainierst, dass er im Bett liegen mit nicht schlafen können verbindet.
Stattdessen trainierst du deinen Körper darauf, im Bett liegen mit Einschlafen zu verbinden. Was kann ich dir noch für Tipps geben? Ein strukturierter Tag ist sicher wichtig, damit dein Körper immer weiß, wann was ist, vor allem die Mahlzeiten sollten immer etwa zur gleichen Zeit sein. Und auch einschlafen und aufstehen solltest du etwa zur gleichen Zeit. Das ist auch etwas, womit ich noch Mühe habe. Aber ich arbeite daran. Ich denke, Schlaf ist wirklich sehr wichtig. Ich erinnere mich etwa an ein Fußballtraining, vor dem ich kaum geschlafen habe. Und wir gingen unten laufen und sonst bin ich immer der zweit- oder drittschnellste beim Rundenlaufen. Aber an diesem Tag gehörte ich zu den drei, vier Letzten. Mein Körper war wirklich so schwach wegen 4-5 Stunden Schlaf.